Hören, aber ich denke, der Raum hat auch so eine gute Akustik, dass Sie mich auch ganz hinten verstehen. Herzlich willkommen und schönen guten Morgen wünsche ich. Willkommen zu dem Workshop ZIM in der Praxis. Gleich zu Beginn darf ich den Herrn Kostlers entschuldigen, der hat aufgrund der Wetterlage hat er hier gewisse Probleme gehabt und ich glaube, er wird uns von zu Hause zuschauen. Das heißt, warum kann er das? Es wird hier ein Livestreaming von diesem Workshop gemacht. Das heißt auch für die Kollegen, Vortragenden dann auch später, dass sie versuchen sollten, in der Nähe des Mikrofons zu sein, weil sonst hören unsere Zuschauer nichts von der Ferne. Auch die Anregung für die Fragen, auch wenn es geht, die Mikrofone später zu benutzen. Wenn ich schon jetzt bei diesen organisatorischen Themen bin, muss ich mal schauen, was ich mir da noch aufgeschrieben habe. Sie haben sicherlich schon gesehen, draußen gibt es Kaffee, es gibt auch, glaube ich, Schnittchen. Draußen sind auch die Waschräume zu finden. Und ich denke, wir haben auch eine recht komfortable Mittagspause von 12:30 bis 13:30. Ich glaube, ich komme dann eh noch zu diesem Programm. Ja, ganz wichtig, warum stehe ich hier vorne? Wer bin ich eigentlich? Mein Name ist Heiko Englert. Ich habe die Ehre, Sie heute durch den Workshop zu begleiten. Ich arbeite für die Firma Siemens. Und was zeichnet mich jetzt aus zu diesem Thema? Ich bin Sekretär des IEC TC 57. Das ist das technische Komitee der IEC, was die ZIM-Standards erarbeitet, herausgibt und pflegt. Und als Sekretär bin ich quasi so der Oberprojektleiter, der immer zusehen muss, dass die Dokumente rechtzeitig kommen, zu IEC geschickt werden, die Prozesse durchlaufen, an die Nationalkomitees gehen, dort die Voting stattfinden und das Ganze wieder zurückgespielt wird. Also letztendlich bin ich der dafür sorgt, dass diese Standards eigentlich dann erarbeitet werden und veröffentlicht werden. Wenn ich Sie hier so begrüße, dann ist es natürlich auch oftmals meine Aufgabe, hier den großen Bogen jetzt zu spannen, den Kontext versuchen zu finden und zu fokussieren dann auf unser Thema ZIM. Ich habe das jetzt mal versucht und der Anlass ist eigentlich der, dass ich letzte Woche auf einer Konferenz war in Saarbrücken, LIESA, das war eine Konferenz vom saarländischen Wirtschaftsministerium und da ging es darum, ein bisschen zu diskutieren, was sind denn so die Kernelemente, die man braucht, um die Energiewende zu meistern. Und das nehme ich jetzt einfach mal zum Anlass, hier jetzt den Bogen zu spannen zu ZIM. Und ich glaube, uns ist allen klar, Energiewende, da braucht man auf jeden Fall eine Interoperabilität zwischen den Komponenten und Systemen. Ohne die geht es nicht. Ja, warum? Wenn wir jetzt mal schauen, wir haben eigentlich in unserem Umfeld, und ich denke, wir sind alle, sagen wir mal, aus diesem Themengebiet, Energieversorgung und Netzbetrieb und Leittechnik, Schutztechnik. Wir wissen, wir haben eigentlich technische Aspekte zu berücksichtigen. Das sehen wir bei uns in Deutschland. Wir haben mehr und mehr erneuerbare und dezentrale Erzeugung. Und da gibt es ganz klar eine Herausforderung zu meistern hinsichtlich der Beobachtbarkeit in Richtung, wie können wir das Netz weiterhin stabil halten. Wir kennen alle die Problematik im Spannungsband, im Verteilnetz. Das ist zum einen eben, wie können wir das Netz sichtbarer haben, aber auch die andere Richtung steuern. Wie können wir das koordinieren? Wie können wir da eingreifen, dass das Netz stabil bleibt? Und auf der anderen Seite haben wir auch viel, viel mehr Marktaktivitäten durch diese steigende Anzahl der Marktteilnehmer. Wir haben mehr Interaktionen und es gibt eben auch hier eine Herausforderung hinsichtlich des viel, viel schnelleren und häufigeren Informationsbedarfs, der sich auf dieser Marktebene abspielt. Und hier haben wir so ein Bildchen, jeder kennt diese Bilder, typischerweise haben wir da eine klassische Energiewandlungskette ganz unten dargestellt. Aber wir haben jetzt auch viel, viel mehr neue Akteure, neue Systeme, neue Komponenten, Windparks, Microgrids, wenn sie denn mal kommen, aber viele, viele dezentrale Erzeugungsanlagen, die eben koordiniert gehören.
Und letztendlich brauchen wir mehr Interoperabilität, eine bessere Interoperabilität. Und das Wesentliche, das ist auch eine Botschaft, die man natürlich sehr oft an unsere Politiker geben muss. Wir brauchen eine Interoperabilität, die anwendungsspezifisch ist und bedarfsgerecht. Das heißt anwendungsspezifisch, damit es ein Politiker versteht, Beispiel Echtzeitanforderungen. Eine Echtzeitanforderung in Umspannanlage ist eine ganz andere jetzt, als wenn ich so einen Wechselrichter zu Hause für meine PV-Anlage auf dem Dach habe. Bei der einen Seite haben wir eine Anforderung in Millisekunden, Mikrosekunden, beim anderen sind wir mehr im Sekunden- und Minutenbereich. Das heißt dann auch Richtung bedarfsgerecht, Richtung Wirtschaftlichkeit, ja, eine Lösung, die jetzt beide Anforderungen erfüllt, die, sagen wir mal, wirtschaftlich zu bauen, ist sicherlich eine Herausforderung. Das heißt, so eine Lösung zu finden, die alles abdeckt, ist schwierig, aber die Politik, das ist meine Erfahrung, die ist noch die tickt noch so. Die stellt sich vor, es gibt eine Lösung, die alles erfüllt. Und wir alle, denke ich, kennen die Diskussion, die gehen meistens Richtung Smart Metering. Und ich, gerade letzte Woche in Saarbrücken, da war jemand vom Bundeswirtschaftsministerium, der hat wieder ganz klar gesagt, mit dem intelligenten Messsystem lässt sich das alles ja bewerkstelligen. Also der Weg zur Interoperabilität, also der ist sehr, 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 sehr wichtig, da den richtigen Weg zu gehen. Und es ist eigentlich die Fragestellung, auf die kommt es an, wie die Fragen gestellt werden. Die Frage, wie sieht die Lösung aus, die alle Anwendungsfälle abdeckt und alle Anforderungen erfüllt? Ich bin mir nicht sicher, ob das so die richtige Frage ist, weil die Gefahr ist ganz groß, dass das in der Sackgasse endet. Weil, wenn man sich das anschaut, diese technische Richtlinie vom BSI, das ist eine Lösungsspezifikation, die ist recht fix. Und sagen wir mal, ob das Innovation, Wettbewerb gestattet, ist die Fragestellung. Ja, eigentlich wollen wir sowas, ne? Mehrere Spuren mit vielen Abzweigungen und dementsprechend sollte man die Frage vielleicht stellen, ja, welche Anforderungen müssen Lösungen erfüllen, um erforderliche Anwendungsfälle abzudecken. Das heißt Lösungen, nicht nur eine und ein Mindestmaß, was erfüllt worden muss. Und wenn man eben diese Frage sich anschaut, dann kennt man eigentlich immer ganz gut die Antwort. Das sind Standards, die quasi diese Frage erfüllen. Also keine Lösungsspezifikation, sondern eine Anforderungsspezifikation, die eben hier Wettbewerb und Innovation gestatten. Also, und im IEC-Umfeld wollen wir da eben offene und lösungsneutrale Standards erarbeiten. Und wenn es geht, wenige, um eben hier eine gemeinsame Sprache zu haben. Also eine gemeinsame Sprache ist besser als vielleicht eine gemeinsame Lösung, weil eine Sprache, die lässt halt vielfältige Ausprägungen zu. Und wir haben im TC 57 haben wir zwei Sprachen, wenn man das so will, oder zwei Dialekte. Und interessant war für mich mal ein Gespräch mit einem Kollegen von der BTC, der hat mir gesagt, ja, wenn er einen neuen Kollegen hat und der fragt immer, ja, ZIM 61 und 50, was sind da der Unterschied, was sind da die Anwendungsgebiete? Und da hat er ihm das immer so erklärt, ZIM, das ist eigentlich so die, ZIM spricht man, wenn man über das Energieversorgungsnetz spricht. Will man zu dem Energieversorgungsnetz sprechen, dann verwendet man 61 und 50. Ich fand diese Unterscheidung eigentlich relativ nett und inzwischen hat es sich auch im TC 57 so etabliert, so damit man eben eine grobe Abgrenzung machen kann und feststellen kann, wo man eben diese beiden Sprachdialekte zusammenbringen soll. Und heute beschäftigen wir uns halt eben mit dem ZIM-Teil, aber auch punktuell mit der Harmonisierung zwischen ZIM und 61.50. Und das soll eben auch hier die Basis bilden, um die Energiewende auch in Deutschland in diesen Standards zu meistern. Gehen wir vielleicht mal ganz kurz durch das Programm. Erstmal herzlichen Glückwunsch an das Programmkomitee. Ich denke, hier ist eine sehr interessante Zusammenstellung gelungen. Das wurde ja herausarbeitet vom DKE und der Arbeitsgruppe von Thomas Rudolph, Operative Netzführung, was quasi so die Spiegelgruppe für diese ganzen ZIM-Themen ist.
beim DKE für das IEC TC57. Wir haben eben ganz zu Beginn einen Beitrag aus der Anwendersicht von meinem Energieversorger, was so die typischen Herausforderungen sind im Alltag des Netzbetriebs. Danach werden wir in Richtung Implementierung gehen. Wir haben hier einen Beitrag über konkrete Anwendungen von einem Hersteller. Dann nochmal ganz, ich denke mal, noch ganz grundlegende Einführung. Was ist eigentlich nochmal ZIM von dem Herrn Rüdiger? Danach wollen wir eben die Pause machen und auch nutzen zu Diskussionen. Wir werden dann ein Modellierungsbeispiel sehen. Dann eine Exkursion Richtung Standardisierung, wie das da abläuft, von dem Herrn Dr. Usler. Wir haben dann das angesprochene Thema, wie passt ZIM zu 6150 von Thomas Rudolf. Und dann wollen wir nochmal ganz tief reingehen in die Diskussion der Nutzerorganisation, die ZIM User Group, was derzeit dort abläuft. Und abschließend eben mit einem Beispiel für die Datenmodellierung. Ganz wichtig, das ist hier ein Workshop. Das heißt, Sie sind eigentlich, Sie als Teilnehmer, sollen hier auch mit im Zentrum der Diskussion sein. Das heißt, Ihr aktives Engagement, Fragen etc. ist ausdrücklich erwünscht. Deswegen werden wir bei den Vorträgen auch immer versuchen, hier noch Raum für Diskussion im Anschluss dieses Vortrags eben zuzulassen. Und ganz zum Schluss wollen wir eben auch hier nochmal Zeit einräumen, um offen gebliebene Fragen zu diskutieren. Soweit zum Programmablauf. Dann würde ich einfach sagen, fangen wir an mit dem ersten